Das kleine Nordderby im Schnelldurchlauf. Nach nur 34 Minuten musste Adem Podrimay von Hannover 96 nach seiner zweiten gelben Karte vom Platz. Und nur eine Minute später haut Arlin Recep diesen Hammer zur 1:0-Führung des HSV aus. Kurz vor der Pause kommt 96 durch dieses Billardtor von Hayati Matsuda zum nicht unverdienten 1:1. In Minute 69 ist es jedoch wieder Arlin Recep. Der 20-Jährige bringt den HSV mit diesem wunderschönen Freischusstor erneut in Führung. Für die Hamburger ist das der erst zweite Sieg im achten Ligaspiel.